Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Lestream. Wir befinden uns jetzt live in... Na, zeig's an. Ey, lass mich nicht im Stich. Ah, Fallout Shelter. Ui, bin ich heute durch. Alter Schwede. So. Muss ich alles wieder öffnen? Gott, ist das verrückt. So, heute werden wir als erstes mal wieder durchkauen, dass die Leute mal hier fertig werden, ne? Also hallo erstmal an alle, die im Chat sind. Ich habe jetzt nur die Hälfte davon gesehen, weil mein Chat nicht aktualisiert wurde. Aber naja, das habe ich gehört. Könnte ein paar Kronkorken gebrauchen. Apropos, wir haben 20.000 Kronkorken, ne? Stimmt, oh. Ganz kurz mal Richtung Discord, bevor ich das vergesse. Der Hosenkobold, der wird jetzt erstmal fertig gemacht. Bin ich jetzt mal richtig fertig. Also, Hosenkobold wünscht sich Frisur 3, Haarfarbe 7. Übrigens, wer im Inventar noch volle Stims hat, macht nichts, weil falls ihr sie aufgebraucht habt, aber trotzdem noch volle Stims im Inventar habt, kauft euch ruhig nochmal Stims. Denn die Folgen sind noch nicht bearbeitet. Julie ist irgendwie AFK, keine Ahnung. Ich werde das heute Nacht mal alleine machen. So. Das wünscht sich der gute Hosenkobold. 1550 wird dich das kosten. So, sehr schön. Dann, als nächstes, gucken wir uns mal die ganzen Leute hier an. Oh, guck mal, ein Level Up. Wir. Was hatte ich mit den Ghoulen? Verkaufe Schrottteile. Ein Schrottteil nur noch verkaufen? Das kriege ich doch hin. Das kriegen wir doch hin. Wobei, die Leute kommen ja gerade eh zurück. Die werden Schrott dabei haben. Das werden wir uns einfach mal ziehen. Kackendreist. So, dann gucken wir hier weiter durch. Die Raider werden schon nichts anstellen. 16. 14. Einfach Fabi. Spartan 2. 06. Und 15. Ja, cool. Das ist gerade momentan kein Ödler drin. Kein Roleplayer. Ach, Fernier. Er ist auch da. Er wartet auf den Fallout 76 Stream. Ach, kann weg. Da laufen sie. Gerade eben ist er hier noch munter durchgelaufen. Plötzlich kippt er um. Das ist ja eine Merkwürdigkeit. So, erstmal einen kleinen Kaffee rein. Ah. Zero, mach mal, dass wir mehr Red haben können. Ganz gut, ganz gerne. Also, verbraucht eure Reds, dann könnt ihr auch mehr Reds haben. Nein, ich weiß schon, was du meinst. Wir müssen noch ein bisschen bauen, aber wir haben nun mal kein Geld gehabt. Und ohne Moos nichts los, weißt du doch. Hat jemand ein Stimpack? Ja, hier, bitteschön. Jetzt leuchtet da echt durch. Am Mist der Handy verreckt. Also, zuerst Deadline kommen die wichtigen Sachen. Wir haben 20.000. Und ich wollte mal gucken. Haben wir maximal verbessert? Okay. Die Wasseranlage ist nicht maximal verbessert. Doch. Gerade sagen. Shiva, mach keinen Scheiß, ne? Beobachte dich. Wenn du da jetzt versuchst hinzupinkeln, dann pinkele ich auf dich.
Shiva! Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Sie kam schon so angeschlichen. Sie wollte schon wieder auf meinen Sandsack pinkeln. Die Kleine. Ach, deine Lunchbox stimmt. Machen wir das jetzt mal fix, ne? Würde ich sagen. Ich geh mal kurz in den Hauptmenü. Ja, Deadline. Du bist schuld. So. Zack. 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 Wohl 2. Eine Lunchbox. Zack. Okay, gehen wir wieder rein. So, so, so. Eine Lunchbox für den Mr. Deadline. Da wollen wir mal gucken, was du so Schönes bekommst, ne? Zack. Ich hätte mal ein Angebot. Ein Teddybär. 100 Kronkorken. Ein gehärtetes Repetiergewehr. Energie. Und jetzt kommt der ausschlaggebende Punkt. Wird es mal was anderes sein als ein Bewohnergeld oder Scheiße? Nein. Oh, die Vault ist verflucht, Leute. Die Vault ist einfach verflucht. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich schwör's euch, Leute. Ab dem Zeitpunkt, wo man eine Vault erstellt, erstellt man auch, keine Ahnung, die Lunchboxen. Und entweder zeigen die auf Scheiße oder gut. Und bei uns zeigen sie auf Scheiße. Tut mir leid. 500 Kronkorken, ja. Es ist auch keine Seltenheit bei uns. Das ist das Problem. Seltenheit bei uns sind gute Dinge. So, stell du dich mal da oben hin. Und du stellst dich mal da oben hin. So. Tywin Lannister. Oh. Wir sind vollgepackt. Wie ist das möglich? Alles klar, wir bauen noch ein Lager. Ich weiß, was wir tun. Obwohl, nee, warte. Lagerraum. So. Einmal schön voll machen, das Ding. Und dann haben wir wieder eine lange Zeit keine Probleme mehr. So. Das erinnert mich an die Folge von Futurama, wo die Menschheit halt einfach ihren ganzen Müll genommen haben und in den Weltraum geschossen haben und dachten, ja gut, jetzt haben wir erstmal eine Zeit lang keine Probleme mehr. Und wenn wir wieder Müll haben, schießen wir wieder nach oben. Und irgendwann kam es wieder zurück. Was? In der ersten Fallout-Staffel war ja King Julian dabei. Kommt diese Staffel wieder oder sowas? Hä? Julian ist doch diese Staffel auch dabei. So, Golden Guy. Komm mal hier rein. Gut, legen wir los, Tywin Lannister. Wir brauchen all deine Waffen. Die sind jetzt konfisziert. Die gehören nun der Vault. Ja, viele waren es nicht. Okay. Wir haben einen Globus und einen Teddy. Dann haben wir hier zurück in der Vault. Bugsy und Fallout Boy.
ein Chirurgen-Outfit, ein Superkleber, eine Kamera, ein Giddy Buttercup, Giddy Buttercup, drei Globusse oder Globuli und ein Tischventilator, der kann weg. Institutsgewehr. Hm. Verkaufe Schrottteile, ja! Ein Bewohner hat ein Fragment gefunden, nice. Nee, ich meine, dass du mit ihm eine Folge aufnimmst. Ich habe schon mit ihm ein paar Folgen aufgenommen. Nur, ja. Wenn er da ist und wenn er irgendwo hingeht, dann nimmt man halt mal auf. So. Wieso haben wir hier noch eine Lunchbox? Ach ja! Oh! Ach ja, ich wollte gerade sagen, hä? Aber wird die Lunchbox nicht verbraucht? Hallo, Matthäus Gavik. Hattest du damals im Fallout Shelter eine Frau gehabt? Wie meinst du das? Das musst du näher definieren, ob ich damals, als ich Fallout Shelter gemacht hatte, eine Frau in der Vault hatte oder eine Frau im Leben? So. So, Bugsy und Fallout Boy. Das ist euer Verdienst. Ihr bekommt schon mal 100 Kronkorken. Wir können schon mal Wetten abschließen, ne, was wir am Ende kriegen werden. Es wird Müll sein oder Kronkorken. 50 Wasser. Tja, damit ist euer Glück schon mal aufgebraucht. Das ist ein militärisches Klebeband. Söldnerausrüstung. In der Vault. Ja, ich hatte eine fiktive Frau quasi in der Vault. Glaube ich. Ich glaube, ich hatte eine Frau, ja. Kann sein. Mach ich. Schätze, Grüße von Deadline. Grüße zurück. Oh, 500 Kronkorken. Wer hätte es gedacht? 1000 Kronkorken Gewinn haben wir heute gemacht. Jeder mag legendäre Waffen, aber leider kriegt man sie nicht. Ja. Schade drum. Schade drum. Ich glaube, es lohnt sich gar nicht mehr, Lunchboxen aufzumachen. Nicht für diese Vault. So, du heißt Deadline. Dann müssen wir uns heute nochmal um... Hier Löwe kümmern noch. Zudem gehe ich einmal ganz kurz den Discord durch. Also, was haben wir denn hier so Neues? Bla bla. So, Sporthalle, was haben wir da? Bruder möchte Beweglichkeit auf 7 trainieren. Stimmt, das haben wir gemacht. Dadurch, durch die ganze Verwirrung, die wir hatten, Bruder, habe ich dir diesen Punkt geschenkt. Oh, stimmt. Das kann ich dir noch nicht zeigen, weil wir erstmal das hier fertig machen. Waffen, gib mir Waffen. Also, ihr bekommt einen Superkleber und zwei Schaufeln. 14 Sims bringt ihr wieder mit. Minuteman-Baracken sind freigestellt. Sehr schön. Kann man die so machen? Nee, dafür brauchen wir eine Werkstatt für, ne? Ja. Dafür brauchen wir eine Werkstatt. Was zum Teufel? Oh. Was zum Teufel? Hoho! Nein, ich hab's ruiniert! Aber was zum Teufel habe ich denn hier gemacht? 1 und 3 zusammen? Ist klar. Wieso nicht? So, ja, ich wollte nochmal bei Bruder rein. So, Bruder. So. Den Punkt habe ich dir geschenkt, weil es Verwirrung gab. Und der steckt irgendwie im Boden. So, was haben wir noch? S bei Cynthia Walker auf 10. Das mit dem vollen Inventar darf nicht doch mal passieren, schreibt der Deadline.
Hab ich ihn schon irgendwo hingeschickt? Ah ja, da. Deadline. So, das heißt, wir beginnen. Ja, du bist ja schon fast auf 10. So. Siebenhundert, ne? Ja. Alles klar. So. Wen haben wir noch nicht abgefrühstückt? Was haben wir denn noch hier? Werkstatt Pyro. Der gute alte Pyro. Wo ist er denn? Ich finde die nicht. Wieso finde ich die nicht da? Pyro. Du möchtest gerne in die Werkstatt. Klamotten bauen, ne? Klamotten bauen. Oh, läuft denn darum? Mrs. Handy, geh mal arbeiten. Kleine Schlawinerin, du. Läuft sich einfach durch die Welt. Macht einen Spaziergang. Könnte mein Charakter auf eine geheime Mission gehen? Wieso? Die haben wir doch schon gemacht. Oder die Questreihe, besser gesagt. Oh. Das müssen wir auch noch machen. Zeitumstellung, atomarer Frühling. Oh, guck mal. Wir müssen Beichtvater Alvador um die Kirche der Kinder des Atoms aufhalten, bevor sie ihre 20 Megatonnen Atombombe zünden und das ganze Gebiet pulverisieren. Nice. Ist die tägliche, die wöchentliche ist auch eher kacke. Eine geheime Mission. Na, ich glaube nicht. Stufe 24, ein Bewohner und ein Junkjet. Und es hat sich jemand schon ein Junkjet gebaut, um wahrscheinlich diese Mission irgendwann machen zu können. Die Quest ganz rechts kann ich dir nicht zeigen. Wir werden gerade angegriffen. Und wir haben 20.000 und ich will diese 20.000 ausgeben. Kennt ihr das, wenn ihr Geld im Portemonnaie habt und denkt, ich muss jetzt irgendwas kaufen? Ganz traurig gehen sie runter. Die dachten sich, oh, ein neuer Raum, da müssen wir jetzt direkt hin. Und dann war da einfach mal nichts. Alles klar. Die muss halt auch irgendwann mal gemacht werden, damit wir vorankommen. Tod und Verdrängen. Zwei Bewohner. Löse einen Mordfall. Also ich denke, da werden wir auf jeden Fall demnächst hingehen. Zumindest mit unseren Questlern. Weil die muss langsam mal weg. Da muss mal was Neues kommen. Ich könnte natürlich auch hier einfach drauf drücken. Aber es kostet einen Luca Cola. Sehe ich nicht ein. Oh, guck mal hier. Hau die Ratte. Eine legendäre Waffe. Es ist zwar nur eine 10mm. Aber rein theoretisch ist es eine legendäre Waffe. So, holen wir den letzten ein, der hier noch steht. Du. So. Die Waffen brauche ich, ne? Ja. Du bekommst ein Küchenmesser 3 bis 11, eine Robe der Republik, eine Schaufel. Link ins Repetiergewehr. Klasse. Bessere mein S mit Luca und schick mich dahin. Hast du denn einen schicken Anzug, mein Freund? Du brauchst doch noch einen Anzug. Kann ich Tod und Verdrängen machen? Tod und Verdrängen? Hosenkobold kannst du nicht. Du sitzt gerade beim Friseur. Ich weiß zwar nicht, was er genau da schneidet. Aber viel kann es nicht sein. So. Dann muss ich noch gucken, was Deadline jetzt dazu sagt. Zu meiner Erwiderung. Und du baust einen Strahlenschutzanzug. Was würde der uns kosten?
5 Kronkorken, ein Garn und eine Lupe. Ein Garn und eine Lupe. Kriegen wir das noch zusammen oder muss ich kurz Fallout schließen? Das ist hier die Frage. Also, eine Lupe könnten wir bei der Laserpistole bekommen. Ich hab's verkauft. Oh. Meine Fresse, bin ich dämlich. Oh nein, das kann doch nicht sein. Oh, haben wir noch irgendeine Laserwaffe? Nein. Okay, gut. Ich gebe zu, das war dämlich. Es war kurz davor, alles gut zu gehen, bis es dann nicht mehr gut ging und der Zero verkackt hat. So. Ist genauso wie der Fehler, dass ich vorhin den Livestream beendet habe. Aber es lag halt wirklich daran, oder es liegt immer noch daran, dass ich noch nicht komplett voll wach bin. Mein Hirn ist quasi noch nicht schnell genug, um zu realisieren, was es da tut. Okay. Also, gehen wir in die Storage, importieren was? Nein, nicht importieren. Adden. Junk. Wir brauchen ein Garn. Zack. Und eine Lupe. Du bist auch Lupe, ne? Ich glaube, du bist Lupe. Alles klar. So. Deine Autokorrektur korrigiert dich zu viel. Voraussetzung für diese Quest sind 2 Bewohner mit Anzug. Ja, Achim, stimmt auch. 2. Der ist ja nur einer. Es sei denn, du bist schizophren. So. Dann wollen wir mal für dich deinen Strahlenschutzanzug bauen, ja? Strahlenschutzanzug. Das macht 5 Kronkorken. Ich hoffe, das Geld hast du. Wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Alles klar. So, wie viele Waffen haben wir jetzt eingesammelt? Insgesamt 150 Waffen. Jetzt ist die Frage, will ich auf eine Quest gehen? Würde mir eine Quest irgendwas bringen hier? Wir brauchen diesen Mr. Handy. Wenn wir den haben, Leute, dann bin ich glücklich. Legt los. Holt mir einen Mr. Handy. Sowieso eine Quest, die kein Schwein braucht. Von daher passt das schon. So, Leute. Ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Es sei denn, Deadline hat schon irgendwas gesagt. Ja, stimmt. Er muss ja noch was dazu sagen, dass wir 2 Personen brauchen. Und ich glaube, beide brauchen auch die förmliche Kleidung. Hier steht es, 2 Personen und förmliche Kleidung. Bei Gott, wir haben gerade erfahren, dass William Peabody, der Dritte, es irgendwas, was heißt das, keine Ahnung, ermordet in seinem Schlafgemach aufgefunden wurde. Wir müssen unser besten Detektiv und seinen treuen Assistenten schicken. Mehr kann ich nicht lesen. Ach doch, hier. Um dieses grausame Verbrechen aufzuklären. Das heißt, wir brauchen Sherlock und wie hieß der andere komische Typ nochmal? Watson. Ja gut, er kann ja überlegen. Wir machen daher ja noch eine Folge im Stream. Leute, wir sehen uns auf YouTube nächste Folge wieder. Und alle anderen, wir sehen uns gleich bei Fallout 76.